Hallo und herzlich willkommen zu Endless Space. Ich bin der Cormelien und du bist hier genau richtig, hoffe ich doch. Ja, wir haben in der letzten Runde uns ein wenig gewehrt gegen die kleinen verrückten Kirchenspinner hier, die Vodiani. Leider konnten wir hier den Helden noch nicht vertreiben, aber das werden wir auch noch nachholen. Und in dieser Folge habe ich mir gedacht, wenn wir zum einen mal die Planeten alle vernünftig ausrichten, was die Produktion anbelangt, das habe ich ja letztes Mal gar nicht gemacht. Und wir werden uns mal so ein bisschen vorbereiten. Also die Lumeris werden über kurz oder lang Ärger machen. Das hier hinten müssten eigentlich, wer ist das? Das müssten an und für sich die Horatio sein, dieses türkisfarbene, wenn ich mich da richtig erinnere, ist meistens so. Die Craver sind ja auch relativ ruhig. Mal gucken, wir haben mal hier plus 0,7. Ein wenig devot, kriegt was aufs Maul und auf einmal seid ihr, kommt er uns entgegen. Plus 5,4, okay. Plus 6,5. Plus 6,5. Schau an. Der Druck nimmt da überall zu. Das ist an für sich für uns gar nicht so schlecht. Weil wir können dann, wenn wir verhandeln, Forderungen stellen. Ja, hier haben wir eigentlich gar nichts Besonderes mit den Sophon und die Horatio. Die haben wir noch gar nicht weiter festgestellt. Okay, also die haben wir, offiziell kennen wir die noch gar nicht, aber das hier hinten müssten die Horatio sein. Okay, wir machen erstmal Zug beenden. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Na, Zug beenden. So, was haben wir hier? In Sol und in Loas haben wir Bevölkerung dazu bekommen. Das ist schön. Unsure if your actions will enforce or ruin the harmony we seek. Okay. Was ist los? Was habt ihr für ein Problem? Vor allem, wo seid ihr überhaupt? Die Ungefallenen. Oder sind das die Ungefallenen? Nein. Ach, Mann. Gucken. Na, die sind doch grün, die sind doch nicht türkisfarben. Das sind nicht die Ungefallenen. Ist ja auch vollkommen wurscht. Also ich weiß gar nicht, was die für ein Problem haben. Die sind da hinten von uns aus gesehen am Arsch der Welt und haben da ein Riesenproblem. So, Loas und Ogaru haben wir zwei Schlachtschiffe fertig. Moment, die Schlachtschiffe sind auch schon vier, das ist gut. Ich muss die trotzdem noch weiterentwickeln, ne? Auf jeden Fall. Ogaru, wunderbar. Gott. Nakos hat jetzt die Werften fertig, aber wir müssen was für die Zufriedenheit tun. Das wissen wir, Trappist genauso, ne? Oder geht's eigentlich? Da haben wir jetzt einen Siedler. Und der Siedler, den schicken wir erstmal weg. Den schicken wir erstmal weg. So. Jetzt ist Folgendes. Da ist ja gar nichts. Dann schicken wir den doch einfach mal dahin und besiedeln das Ganze. Ne? Ingris ist ein leeres System. Wie ich gerade feststelle. Und das war mediterran, ne? Mit Hyperium, mit Titan und mit Superknollen. Und hier können wir noch was erforschen. Hier haben wir Adamantium. Weihrauch, eben Weihrauch. Hm.
Warte mal, da haben wir ja eigentlich genug. Superknollen haben wir auch. Ich werde mir jetzt erstmal den krallen, weil da ist eben Weihrauch drauf. Eben Weihrauch können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen, um unser System zu entwickeln. Ja, ja, mach mal. Wir haben genug. Minus 24. Also irgendwie ist das mit der Zufriedenheit in meinem System nicht so optimal. Okay, das müssen wir jetzt mal alles einstellen hier. Das ist ganz, ganz eigenartig, was hier so abgeht. Erstmal müssen wir hier den... Na, der muss sich erstmal verpissen. Tschüss. Der Held. Wunderbar, der ist erledigt. Ich meine, der ist eh nicht tot, der ist nur jetzt verletzt und muss geheilt werden. Aber ist erstmal aus dem Spiel. Was kommt da für ein Vieh? Ein Rad? Ja, gut, das ist uninteressant. So, die Korvette, die ist vor Ort. Da wollte ich die Flotte zusammenlegen. Richtig. So. Wir müssen eh hier direkt hinreisen, werden wir nicht. Dann bleibst du da. Ich lege die Korvette darüber. Wir hatten noch ein zweites Schlachtschiff fertig. In Ugaro. Hier. Ich brauche hier unten aber auch eine Flotte. Also ich brauche hier zwei Flotten, wenn wir hier angreifen wollen, mindestens. Ich brauche eine Flotte hier, um die Lumeris gegebenenfalls zurückzuschlagen und eine für die Graver. Das ist so der Plan. Also die Flotte hier, 1, 2. Hatten wir nicht auf Kiris auch? Nein, da war nichts. Das wird fertig, das wird ja die drei, die hier werden eine Flotte. Dann könnte ich die, dann hier habe ich schon eine, dann habe ich die zwei. Erstmal, dann würde ich das Schlachtschiff schon mal hier runter verlegen. Erstmal gucken wir mal, was hier ist. Ah, hier sind die Ungefallenen. So. Werden sie sich jetzt gleich beschweren. Obwohl das eigentlich ist es. Das ist ein Doppelsternsystem, das auch bevölkert ist. Eigentlich nichts Besonderes. Trotzdem werden sie gleich Theater machen. Okay. Also wir werden in Ugaro auf jeden Fall noch ein Schiff brauchen. Was haben wir denn hier? 7 Runden braucht das. Egal, wir bauen hier ein Schiff. Dirsa ist relativ frisch, Fahrt auch, Auwa auch, das sind alles junge Systeme. Die haben eigentlich noch gar nicht die Kapazitäten, um irgendwelche Schiffe aufzubauen. Das ist dumm. Dirsa noch am ehesten, aber 16 Runden für einen Schlachtkreuzer. Nee, das ist doof. Das ist mit Kiris. Da tun wir jetzt was für die Zufriedenheit. Auch 8 Runden ist auch lang. Wir müssen die Produktion steigern. Wir müssen mehr... Ja, hier müssen wir auf jeden Fall ja auch was für die Zufriedenheit tun. Es ist alles nicht so optimal. Okay, im Moment haben wir ja hier unten Ruhe. Ich lasse jetzt erstmal, wir haben jetzt ein Schlachtkreuzer hier. Hier bauen wir noch einen, haben wir zwei. In der Zwischenzeit entwickeln wir die Systeme weiter. Hier haben wir schon was. Das kostet die Reparatur. Mach mal fertig. Hier wird es eh knallen. Das ist okay, aber auch, dass es knallt. Das Patrouillenschiff lege ich nach Ugaro zurück. Dann können wir hier ein bisschen, ne, gucken, was da sich so, wer sich da so rumtreibt. Hier sammeln wir die beiden, die drei Schlachtenkreuzer und die Korvette, haben die zweite Flotte, um dann hier was zu machen. Wobei die erstmal hier stationiert bleibt, um auch die Lumeris so ein bisschen im Auge zu behalten. Ich traue denen nicht. In der Vergangenheit sind sie mir immer wieder mal ganz gerne in den Rücken gefallen. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie das hier so mit der Zufriedenheit aussieht. Oh, wir sind schon bei 10 Minuten, haben jetzt gerade mal eine Runde gespielt. Das ist unglaublich. So,
39 ist kacke, weiß ich. Das wird sich hoffentlich verbessern, wenn wir das hier geändert haben. Wir können es auch noch steigern, indem wir zum einen natürlich die Spezialisierung anwenden, zum anderen natürlich, wenn wir die Planeten terraformen, aber da fehlt uns im Moment, ja gut, hier zum Beispiel, habe ich da schon einen Auftrag gegeben? Nein. Wir verlieren ein bisschen Produktion, was ich in dem Fall in Kauf nehmen würde, aber wir gewinnen 5 Zufriedenheit. Ja? Also wir müssen jetzt die Planeten etwas terraformen, damit allgemein die Zufriedenheit steigt. Hier gewinnen wir dann auch Produktion und wir gewinnen auch die Maximalbevölkerung steigt und auch die Zufriedenheit. Alles klar, her damit. Ups. So. Machen wir das auch. Vorher machen wir hier die Supermärkte und das Kolonialrecht. Und danach müssen wir hier vor allem die prädiktive Logistik müssen wir anbringen. Was ist denn nach Sol? Hier wird jetzt was fertig, das ist schon mal gut. Auf Kien oder in Keonis. Wie lange dauert das hier? Auch 8 Runden. Das dauert nur 5. Dann machen wir erst das und danach terraformen wir. So, was haben wir hier? Das kostet natürlich alles Geld. Wir gehen erstmal noch weiter minus, aber wir haben auch im Moment noch den Nachteil, diese minus 20 pro System, die wir als Malus haben, wegen dieser Aufgabe oder was auch immer das da war. Das fällt ja auch bald weg. So, wie lange dauert hier die Umwandlung? 3 Runden. Dann machen wir das. Danach die Pulvis. Ja, 6 Tage ist okay. Und danach wandeln wir auch den. Schau mal zur Wüste, dann haben wir hier auch schon wieder was verbessert. Ansonsten haben wir hier schon alles reingehauen. Ist ja unfassbar. Hier die Bagabe sind Pazifisten. Fruchtbar, fruchtbar. Ja, wir müssen auch, können wir im Moment relativ wenig reißen. 15 Runden, du liebes bisschen, das muss erstmal wachsen. Das System. Zufriedenheit ist nicht gerade großartig. Luxuslotterie haben wir jetzt auch. 5 Zufriedenheit pro Vorkommen für Luxusressourcen. Haben wir eine. Ah, ist jetzt nicht so der Bringer. Ich guck mal, was nach Kolonialrecht passiert, wie zufrieden wir da, wie zufrieden dann alle sind. Und Kiris, ansonsten, wir formen ja auch jetzt hier, wir terraformen ja schon, da werden wir verbessert. Könnten ein bisschen Futter gebrauchen. Haben wir hier 4 pro Planet. Okay. Dann die Freitas Ruine, die ist soweit, ja, ist natürlich auch nicht zufrieden. Alle, alles klar, weitermachen. Wobei, warte mal eben. Dauert ja alles ewig lange. Ja, erstmal die Märkte. So, dann haben wir hier, die ist eine relativ hohe Zufriedenheit, das ist schon mal etwas. Die Big Data Werften werden wir in jedem Fall benötigen. Dann machen wir hier die Produktion, ziehen wir rauf. Und wir wandeln. Zack, dauert 8 Runden. Dann kolonisiert, hier können wir leider noch nichts machen, oder? Wir machen schon was. Gut. Wir machen das gleich weg. So. Dann wird das Schlachtschiff auch direkt angegangen. Das ist okay. Das dauert 4 Runden, das dauert 7 Runden. Machen wir erstmal das. Na. Danach. Garo.
Danach. Hier ist eine relativ hohe Zufriedenheit. Klar, hier ist auch natürlich ein Held. Machen wir auch die Big Data Werften. Ne? Die sollten wir eigentlich vorher schon haben. Aber dann einen Bonus auf Schiffe bekommen. So, hier, auch hier. Also die Big Data Werften müssten wir überall haben. Haben wir. Oder sollten wir überall haben. Zufriedenheit ist nicht besonders, wie überall. Kann ich nur einmal bauen. Das werde ich bestimmt nicht hier bauen. Dann machen wir schon die Supermärkte. Ja, ich dauert alles recht lange. Brauche auch Forschung. Machen wir erstmal die Forschung. So, was haben wir hier? Einmal. Sorry Leute, aber das muss echt sein. Das ist total wichtig jetzt, dass wir das richtig einstellen. Einmal pro 20 Energiegenerationsrate für Schiffe. Ja, aber nicht hier. Also hier kolonisieren wir schon. Wie ist die Zufriedenheit? Könnte besser sein. Machen wir einmal das. Und danach ein wenig Futter. So, hier haben wir Asche besiedelt, ganz frisch. Hier sah. Zufriedenheit ist wahrscheinlich ja, ist nicht so toll. Oh, unglücklich ist natürlich sogar mies. Ich habe schon Supermärkte gemacht. Leck mich am Arsch. Dann müssen wir terraformen. Auf jeden Fall. Wir könnten ein wenig Probleme kriegen. Aber das kriegen wir hin. Bisher habe ich es, ups, immer hinbekommen. Warum nicht jetzt? So, die Big Data Werften brauchen wir auf jeden Fall. Auch ja, hier geht es einigermaßen mit der Zufriedenheit. 10, das sind 5 Runde, machen wir mal das. Und dann natürlich das Essen. Und weiter. Over. Zufriedenheit ist ganz, ist sogar sehr gut. 42 Runden. Aber gerade erst besiedelt, alles klar. Saints. Oder, ja, Saints. Das ist alles okay. Da kommen die Siedler. Okay, wie ist die zufrieden? Oh. Ich traue mich da schon gar nicht mehr hinzugucken. Ja, das auf jeden Fall. Dann machst du das. Haben wir strategische Ressourcen? Haben wir. Wir haben Titan und wir haben Imperium. Macht das auch Sinn? Absolut. Das ziehen wir auch vor und dann machen wir das Kolonialrecht. Bad, relativ frisch. Lassen wir es mal unverändert. Ingris gerade erst kolonisiert. Sol haben wir schon soweit alles eingestellt. Sol 3. Terraform auch eingestellt. Alles klar. So, das haben wir geschafft und jetzt haben wir, können wir uns dann hoffentlich in Ruhe um den Krieg kümmern. Ich meine, um den Frieden. Wir wollen den Frieden natürlich wiederherstellen. Na, ist ja ganz klar. Ja. Ja, also nochmal, einfach damit man das nachvollziehen kann. Die okay, wir haben jetzt die Kampftacke. Defensivmodul, das wollte ich haben, genau. Ich wollte bessere Schilder haben. Ja, Rotsand, das ist schön. Oh. Die Tikanaan haben wir entdeckt. Das ist schön. Sind natürlich schon im Einfluss da unter den Chargon. Das sind die Umgefallenen. Machen trotzdem mal, ja, mal gucken. Oh,
Ergebnis, wir haben gewonnen. Das ist mega geil. Wir haben es jetzt, also wir haben die meiste Vorsorge produziert. An den ersten Platz kriegen 600 Kohle, also 600 Dust, 100 Antimaterie und 350 Einfluss. Ganz hervorragend. I shall defend the faith, whatever that requires. Ja, ich weiß. You're making the Sophonity nervous. What are you up to? Sie haben da eine beeindruckende Flotte rein zu Ausbildungszwecken, stimmt's? Kuschleimack, ich krieg das schon hin. Natürlich, grundsätzlich wollen wir euch nichts tun. So, wobei, die sollte man nicht unterschätzen, die Sophon. Die sind schon ganz clevere Kerlchen. So, Kionos. Das Schlachtschiff ist fertig. Und wird jetzt auch hier hingelegt. So. Ja, ansonsten haben wir ja alles eingestellt. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen untersuchen. Trappist. Denn Imperium hat jetzt Eden Weihrauch zur Verfügung. Sehr schön. Produziere ich das auch? Mal schauen. Zwei pro Runde. Immerhin. Weil... Eden Weihrauch bringt uns zwei Einfluss pro Bevölkerung auf den Planeten. Wenn man also ein 5-Planetensystem hat mit jeweils 6 Bevölkerungen und das 30 Bevölkerungen, macht 60 Punkte pro Runde. Ist eine ganze Menge. Das ist der Grund. Und dann ist eben noch hier die Transrebe wichtig, weil die bringt Zufriedenheit. Da produziere ich aber, glaube ich, noch ein... ja, da produziere ich, glaube ich, noch gar nichts. Na, zwei. Ja, toll. Wir bräuchten mehr davon. Weil du hast auf einen Schlag sofort Zufriedenheit im System. Deswegen bin ich so heiß auf die Transrebe. So, hier ist... Warte mal, jetzt mal Folgendes. Das sind die Ungefallenen. The hopes that your goal is greater harmony. Frieden. Mit denen würde ich wirklich gerne einen Frieden eingeben, weil die sind auch vertrauenswürdig. Quatsch. Ich biete denen mal 1000 Dust. Mal gucken, wie sie darauf reagieren noch dazu. Wie sieht es denn aus, wenn ich noch ein Handelsabkommen drauflege? Da sind sie noch weniger interessiert. Kohle ist es nicht, was die interessiert. Davon haben wir genug. Hey, schau an! Sollte Unformen accept this proposal, but will continue to keep an eye on your actions. Unformen watch you, unsure if your act. Alles klar. So, natürlich wollen die jetzt das trotzdem, dass wir ihr Territorium verlassen, wollen wir gerne tun. Ich wollte da eigentlich auch nichts weiter machen, wollte nur Frieden. So. Sophon, solange sie da nichts machen, stört mich die Flotte nicht. Aber da müssen wir auch ein Auge drauf haben. So.
Auf Trappist müssen wir mal eben kurz die Vodiani vertreiben. Okay. Dann, wenn die Flotte hier komplett zusammen ist, werden wir die hier rüberlegen und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Was kommt denn da an? 40 und 95. Wie stark sind denn meine... Oh, die sind ja schwach. Kann ich die nicht ein bisschen abpimpen? Meine Patrouillen. Das geht noch nicht. Habe ich schon die besseren drauf? Auf jeden Fall können wir das schon mal reinsetzen. Können wir sogar zweimal. Dann wenden wir das an. Verbessern hier die Patrouille. Und können dann mit der Patrouille ihn weghauen. So, da sammeln wir die Truppe. Die Lumeris sind weitestgehend ruhig. Na gut, jetzt habe ich die Aufträge alle erteilt. Jetzt warten wir erstmal ab. Wer ist denn noch inaktiv? Die ist inaktiv, ist klar, ist auch klar. Moment, die kann ich mal eben gruppieren. Dann. Da fällt mir noch was ein. Kann doch schon mal bessere Schilder draufhauen. So. Bessere Schilde, das geht auf jeden Fall. Könnte natürlich auch. Aber wir müssen es eh updaten. Und wenn wir das splitten, dann werden wir noch ein bisschen was an Projektilverteidigung drauf packen. Im Moment lassen wir das erstmal so. Die Laser sind natürlich scheiße, die wir da haben, aber da werden wir auch uns noch verbessern. Was ist mit den Korvetten? Ja, darum können wir auch erstmal nichts machen. Und die Eskorte, die Brücke brauchen wir eh im Moment nicht. Gut, dann können wir die Schlachtschiffe updaten. Soweit wir die schon mal alle haben. Ah, ist noch nicht da. Soweit wir schon alle... Ui, was ist da? Die kleinen Drecksäcke. Sollte reichen, oder? Natürlich reicht das. Ja klar. Ah, ich kann nicht angreifen, weil ich gerade schon gekämpft habe. So ein Ärger. Müssen wir warten. Na, Trappist haben wir jetzt Titan, sehr schön. Als allererstes will ich aber den hier weg haben. Dann eben da. Weg mit dem Vieh. Genau, danke schön. So, du dann wieder zurück. Eieiei. Oh, alles kopieren.
auf Ugaru konnten wir, glaube ich, auch ein bisschen was erforschen. Genau. Mal sehen, was wir da haben. Proto-Orchidee. Wow, plus. Alles plus. Geil. Habe ich noch nie gehabt. Das Geile ist, du findest immer was, was Neues. Und da? Quadrinix. Naja, kann man noch lange nicht abbauen, aber immerhin haben wir schon mal ein System, wo das gefördert werden kann. Proto-Orchidee. Coole Kiste. Hier sind wir gewachsen. Und dann haben wir in Sol das Schlachtschiff fertig. Das war aufpimpeln, fertig machen und hier rüber schicken. Hier hin. Dann ist die Flotte nämlich fertig. Jetzt reduzieren wir den Trappist, das ist gut. Das ist auch okay. In Saints haben wir einen Siedler fertig. Na, erstmal haben wir den hier weg. Wir haben eine lange Reichweite, ne? Ja. Na komm, tschüss. Zeig ich doch. So. Können wir hier auch was erforschen? Nein. Dann den Siedler raufholen. So, und wo schicke ich den jetzt hin? Hier hin. Weil da wird unsere Flotte eh folgen. Warum gehst denn du mit? Hä? Und dann wieder zurück. Und du bleibst da. Muss nicht immer alles verstehen, ne? So. Okay. Machen wir das. Wer ist denn jetzt hier noch inaktiv? Das können wir jetzt aufpimpen. Okay. Aufpimpen. Okay. Hier ist schon alles aufgepimpt. Mein Lieblingswort, pimpen. Aufpimpen meine ich natürlich. Dann machen wir das. Okay, alles klar. So, also Leute. Ist jetzt nicht ganz so viel passiert. Ich hätte auch mir auch noch ein bisschen mehr Action gewünscht, aber ich musste die Planeten einstellen. Ich hatte mir das überlegt, dass eben, das war einfach notwendig. Und hier können wir noch was besiedeln. Da kommen schon die Lumeris. Auch wenn das nur so ein kleines Expeditionsschiff ist. Die schicken sie immer ganz gerne vor und dann schlagen sie los. Na, also ich musste alles mal ein bisschen anschieben und auch besser einstellen, damit ich dann auch vernünftig mit den Flotten arbeiten kann. Der nächste Schritt ist dann, die Zufriedenheit zu verbessern, um dann auch in Ruhe Krieg führen zu können. Krieg ist nun mal einfach ein Mittel in diesem Spiel und das wollen wir auch nicht vernachlässigen. Guck mal, da ist ein System. Schön, wir finden da immer wieder was Neues. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal hoffe ich, euch mehr Action bieten zu können und dann das Ganze ein bisschen schneller noch entwickeln zu können. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Sagt mir, was ich besser machen kann. Und habt einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss, euer Alien.